Gut, bevor wir jetzt dann das nächste und übernächste Mal mehr in die philosophischen und geschichtlichen Hintergründe Einblick nehmen, müssen wir uns heute mit einem ganz bestimmten Werkzeug auseinandersetzen, und das ist das Gebiet der Logik. Das Gebiet der Logik ist etwas, Sie kennen das vielleicht, Sie haben sicherlich von Aristoteles gehört, logisches Denken und Aussagenlogik, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und das war früher Part und Parcel, sagt man dazu, also Teil der Erziehung auch in den Schulen. Also da gab es das Trivium und Quadrivium, das wurde also gelehrt. Und das waren die sieben, man nannte sie auch die sieben schönen Künste. Und warum das eine Kunst ist, weil alles, was man lernt, irgendwann zu einer Kunst wird, dadurch, dass man es praktiziert. Das heißt, man wird kunstfertig in dem, was man praktiziert. Und das war damals auf gar keinen Fall ein Verständnis, dass etwas, was man lernt, nur rein für praktische Zwecke und Nutzen verwendet wurde, sondern es wurde verwendet, um sich selber zu bereichern, um andere zu bereichern, zu erheben sozusagen. Das hatte eben auch mit Kunst und Kultur, ja, das gehörte zusammen. Alles, was man tat, das sollte also auch einen erhebenden Zweck haben, der dann als Seiteneffekt sozusagen auch noch praktische Anwendungen hatte. Also die praktische Anwendung, das war eher nebensächlich. Es ging hauptsächlich darum, dass man sich Fähigkeiten, Künste sozusagen erworben hatte, die dann die Welt einfach einen besseren Platz gemacht haben. Das war der Grund. Und deswegen nennt man das die sieben schönen Künste. Und dazu gehört eben auch Arithmetik, also die ersten drei, die oberen Top drei sind Arithmetik, Rhetorik und Logik. Und die sind besonders wichtig, damit man überhaupt in der Lage ist, sich zu verständigen und auch zu verstehen. Das heißt, wer weiß schon, ob man das wirklich versteht, was jemand anderes wirklich sagt. Denn es kann sein, dass er das so meint, auf eine Weise, und ich das aber auf eine andere Weise verstehe. Und das ist natürlich dann nicht sehr dienlich. Und Rhetorik ist ein spezielles Gebiet. Darüber kann ich nicht viel sagen im Moment, weil ich da auch noch stark am Lernen und Verbessern bin. Jetzt bei der Logik ist das etwas anderes. Logik ist etwas, das basiert auf wirklich eigentlich auf Mathematik. Und in der Aussagenlogik zum Beispiel, da wird sehr viel, werden mathematische Prinzipien herangezogen. Also man kann zum Beispiel da die Mengenlehre verwenden in der Aussagenlogik, um festzustellen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Und tatsächlich wird das auch gemacht in besonderen Fällen. Das entzieht sich normalerweise dem zivilen forensischen Bereich, aber im militärischen oder internationalen Bereich, wo es um Dinge geht, die sehr hochwertig sind für die einzelnen Staaten, da werden dann auch Menschen eben solchen forensischen Aussagenlogik-Überprüfungsmethoden unterzogen, die auf eben Aussagenlogik und mathematische Beweisführung zurückgreifen. Und jetzt wollen wir heute uns befassen mit dem Gebiet der Logik. Was ist das wirklich? Man sagt ja logisches Denken, ja, oder das ist unlogisch. Das sind so Begriffe, die wir kennen. Und eigentlich aber wissen wir gar nicht ganz genau, ob das wirklich unlogisch ist, was der andere da sagt, oder ob vielleicht er nur keine besonders gute Argumentation vorbringt. Und um zu überprüfen, ob etwas logisch ist oder unlogisch, muss man erst einmal die logischen Prinzipien kennen, oder besser gesagt, das nennt man die Logical Fallacies auf Englisch. Auf Deutsch sind das die logischen Trugschlüsse. Welche kann man da begehen? Und da gibt es wirklich Dutzende und Dutzende und Dutzende. Und wir können uns jetzt erst einmal heute nur mit den sozusagen den logischen Trugschlüssen der ersten Ebene befassen. Denn das alles wird immer komplizierter. Und wenn Sie da dann mal die Notwendigkeit für sich sehen, da weiter zu forschen, dann können Sie das mit Sicherheit tun und sehr viel Zeit darauf verwenden. Aber das können wir hier nicht, und wir wollen heute mal nur wirklich generell angucken, die häufigsten logischen Trugschlüsse, die man begehen kann, und vielleicht auch Klassen von Trugschlüssen, wenn wir dazu kommen. Und das ist wichtig, damit wir sehen,
das, was oft behauptet wird oder gesagt wird, ja, oder wenn man einen Zeitungsartikel zum Beispiel unter mal diesen logischen Kriterien betrachtet, dann kann man feststellen, dass da einfach hinten und vorne die Dinge lückenhaft bis fehlerhaft bis wirklich unlogisch sind und dass man im Grunde genommen wirklich überhaupt nichts, keinerlei realistische Information aus Zeitungsartikeln oder aber auch Nachrichten oder aber auch sogar wissenschaftlichen Publikationen entnehmen kann. Wenn man das mal erkennt, dann weiß man, dass man nichts weiß. Und das ist eine gute Erkenntnis, denn dann kommt man darauf zurück, auf das, was man erfährt. Erfahrung, Expertise, das Wort Expertise kommt aus dem Wort Experience. Das ist die Erfahrung. Ja, und heute wird alles Mögliche als Experte daher geredet und zusammengeredet. Ja, Experten haben festgestellt, dass dies oder das und keiner weiß, wer sind die wirklich und haben die das wirklich festgestellt und wie sind die Studien angelegt, die dazu gemacht wurden. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich noch keine wissenschaftliche Studie gesehen habe und ich bin ziemlich penetrant, wenn es ums Herausfinden von Informationen geht, irgendwelche Dinge, die mich interessieren, wie zum Beispiel im Gesundheitswesen oder auch in den Finanzen oder sonst irgendwo. Es gibt keine Studien, wissenschaftlichen Studien, die überhaupt irgendetwas beweisen. Ja, das ist also hoch erstaunlich. Natürlich gibt es gewisse Studien, die einfach reiterieren bestimmte Gesetze aus der Physik. Ja, aber wenn es zum Beispiel um Gesundheit geht oder so, da ist also eine gähnende Leere vorhanden von irgendwelchen Studien, die irgendetwas beweisen. Und ich weiß das, die kommen ja immer mit Statistiken daher. Und in der Mathematik haben wir von unserem Statistik- oder Stochastikprofessor gelernt, dass man keiner Statistik glauben soll, die man nicht selber gefälscht hat. Das war immer sein Schlagwort, das kennen Sie wahrscheinlich und ist recht bekannt unter Mathematikern. Und er hat uns also gezeigt, Methoden, statistische Methoden, wie man eben einfach die Prämissen, und das Wort Prämisse ist wichtig auch in der Logik, so abändern kann, dass unwünschenswerte Ergebnisse einfach sozusagen mit gutem Gewissen, in Anführungsstrichen, unter den Tisch gefallen lassen werden können. Und das heißt, ohne die Rohdaten hat man überhaupt keine Möglichkeit, irgendeiner sogenannten wissenschaftlichen Studie, die auf solchen statistischen Prinzipien basieren, und die meisten tun das heute, Glauben zu schenken. Denn ohne die Rohdaten kann man das nicht verifizieren. Das ist also eine Behauptung und die Studien werden ja nie veröffentlicht in ihrer reinen Form, sondern immer als abstrakt. Das heißt, man weiß nicht wirklich, wie die zu solchen Ergebnissen gekommen sind. Das Gleiche zählt natürlich auch für Umfragen und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, man kann nicht einfach irgendetwas annehmen oder glauben. Ich meine, man kann das, aber die Frage ist, wie vernünftig ist das? Und Logik soll uns helfen, eben auf solche Ungereimtheiten sozusagen aufmerksam zu werden und die zu untersuchen und zu sehen, was ist da überhaupt dran an dem, was da behauptet wird. So, also wozu dient Logik? Logik dient dazu, herauszufinden, ob ein Argument überhaupt eine Art Wert hat. Ja, ob es sozusagen, ob die Schlussfolgerung, die aus einem Argument gezogen wird, auch eine korrekte Schlussfolgerung ist oder ob es da Lücken gibt oder ob man da Dinge annimmt, die aufgrund der Argumentation sozusagen herbeigetrickst wurden, die eigentlich gar nicht gesagt wurden oder einen zu einer Falschannahme geradezu verleiten. Aber die Motivation hier ist wirklich weniger wichtig. Es ist nicht wichtig, was die Motivation ist desjenigen, der argumentiert, sondern was wichtig ist, dass wir erkennen, ob das überhaupt Wert hat. Das, was da als Schluss sozusagen aus der Argumentation eines anderen hervorgeht oder den man ziehen könnte. Und man muss diesen Schluss überprüfen. Ist das ein konsequenter Schluss, der sich aus dem ergibt, was der andere sagt? Und ein guter Rhetoriker, der achtet darauf, dass das, was er sagt, auch konsequent ist und dass die richtigen Schlüsse gezogen werden können. Und da kann man auch bestimmte Elemente der Logik so verwenden, dass eben eigentlich Dinge bezweckt werden oder sozusagen ein
Trugschluss bewirkt wird in der Denkweise des anderen, der eigentlich gar nicht konsequent aus dem hervorgeht, was man sagt. Ja, das ist sozusagen, da wird der Schluss fälschlicherweise induziert, sagt man dazu, bei den anderen. Das heißt, sie verstehen etwas, sie glauben, dass etwas wahr ist, obwohl der Redner, der das Argument macht, genau weiß, dass es hapert an seiner Argumentation. Und er versucht jetzt also hier etwas zu retten. Und das findet man natürlich ganz besonders in der Politik, wenn man da überhaupt von Logik reden kann. Aber dennoch in Talkshows, ja, wie die Leute sich da versuchen rauszureden und vor allen Dingen, wie sie diejenigen angreifen, die wirklich wesentliche kritische Fragen haben, wie die angegangen werden. Ja, da sprechen wir eben auch drüber. Das gehört auch zum logischen Trugschluss. Also hier mal die Grundlage der logischen Prinzipien. Und ich schreibe das immer unten rein in die Kursablage. Wenn Sie mich nicht hören können sollten, dann ja, können Sie wahrscheinlich auch nichts machen, aber ich stelle das dann fest, wenn die Verbindung abbricht. Also das erste ist das Argumentum ad antiquitatem, das Argument der Antike oder Tradition, sagt man dazu. Und das ist also, wenn man versucht, etwas zu beweisen oder wenn man versucht, einer Sache oder einem Argument Glaubwürdigkeit zu verleihen, dadurch, dass man sich auf die Natur beruft. Dadurch, dass man sagt, das ist ja ganz natürlich. Zum Beispiel, wenn man sagt, Neid fühlen ist nur natürlich oder ist nur menschlich. Ja? Also wenn jemand sagt, ja, ich bin ein neidischer Charakter und so weiter und so fort, und dann sagt man dazu, naja, Neid fühlen ist eine natürliche Sache oder eine menschliche Sache. Dann wäre es jetzt ein Trugschluss, wenn man sagen würde, deshalb ist gar nichts verkehrt, wenn man Neid fühlt. Ja, da sehen Sie also, ist der Trugschluss, der ist schlicht und ergreifend falsch, denn Neid unter den moralischen Gesetzen ist natürlich verkehrt, aber es ist ein Teil des Menschen mit in seinem Charakter, den er zu verwandeln hat, das ist der Grund, warum er hier ist, ja, dass er Neid fühlt. Das heißt, dass etwas natürlich ist, heißt noch lange nicht, dass es auch korrekt und richtig ist, wenn man etwas tun kann, um den Zustand zu verbessern. Natürlich ist, ja, dass das Wasser von oben nach unten fließt. Das heißt, wenn das Wasser über die Bergkuppe geht, dann fließt es nach unten. Ja, der Wasserfall, der zeigt das. Das ist natürlich. Oder wenn der Apfel vom Baum fällt, das ist auch natürlich. Ja, und da ist konsequent und Ursache, also der Effekt und die Ursache, ist wirklich beides in der Natur begriffen. Und da sagt man ja auch nicht, das ist gut, dass der Apfel von oben nach unten fällt. Das ist einfach so. Das muss man nicht beurteilen. Und das ist also das Argumentum ad antiquitatem. Das heißt, wenn man begründet etwas damit, dass es natürlich ist und deswegen ist es auch richtig und gut. Und das ist natürlich ein logischer Fehler. Das nächste, und das ist das, womit wir am meisten heute wirklich konfrontiert sind. Ich schreibe das wieder unten rein. Das ist das Argumentum ad hominem, das Argument, was auf die Person gerichtet ist. Und das sehen Sie also immer wieder heutzutage, wenn es nämlich wirklich kritisch denkende Menschen gibt, die nicht einfach den ganzen Drivel und den ganzen Unsinn, der ihnen da aufgetischt wird, einfach so schlucken, sondern die dann anfangen, da wirklich ganz super sauber und klar denkend und logisch zu argumentieren. Ja, und dann sagt der andere, der einfach dann gar nicht mehr weiter weiß, der gar nicht beweisen kann, was er der sagt und jetzt sozusagen da mit der Hand in der Keksdose erwischt wurde, ja, der sagt jetzt, ach Sie sind ja ein Alkoholiker. Oder, ja, wir wissen ja, dass Sie ein Alkoholiker sind. Oder, bevor Sie überhaupt etwas sagen, haben Sie überhaupt aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? Ja, alle solche Argumente, die darauf abzielen, dem anderen in seiner Person oder als Mann oder als Frau zu attackieren, im Charakter zu attackieren, ohne aber auf die Argumente einzugehen, die der andere möglicherweise sehr richtig und logisch und konsequent vorbringt. Das heißt mit anderen Worten, eine Art Hominem-Attacke ist immer die niederträchtigste und auch schlicht und ergreifend die moralisch verwerflichste Attacke. Und noch dazu trägt sie überhaupt nichts dazu bei, irgendwie jetzt eine Fragestellung zu lösen, zu beantworten, zu widerlegen oder zu beweisen. Ja? Und das werden Sie ganz häufig sehen. Das können auch verkappte Ad hominem
Attacken sein, ja? Wie zum Beispiel, man gibt sich freundschaftlich in einem Gespräch, vielleicht in einer Fernseh-Talkshow, ja? Und lässt dann solche Nebenbemerkungen fallen, wie zum Beispiel, ja, es ist natürlich ganz besonders toll, dass der Herr Schmidt heute bei uns da ist. Der Herr Schmidt, der hat vor 20 Jahren ein wirklich mächtiges Alkoholproblem gehabt, nicht wahr, Herr Schmidt? Und sie wurden auch mehrmals verhaftet und waren im Gefängnis gesessen, saßen dann in der Psychotherapie und das war sehr schwer wohl für sie. Sie haben da wohl auch einige Wächter zusammengeschlagen und sie waren wiederum im Gefängnis und so weiter und so fort, ja. Und heute können wir stolz sein, dass sie also hier sind. Und ja, sie haben das ja wohl alles, erzählen Sie mal, wie es Ihnen da so gegangen ist. Ja, und all das sind ad hominem Attacken. Denn wenn derjenige nicht ganz für diesen Zweck bestimmt da war, dass über seine Vergangenheit und seine menschlichen Schwächen hier debattiert wird, dann ist das eine ad hominem Attacke. Okay, und er wird damit in wirklich denkbar schlechtes Licht gerückt und das wirkt unterbewusst. Das ist also eine psychologische Kriegsführungstaktik, eine ad hominem Attacke und wirkt sich unterbewusst so aus auf die Zuhörer, dass sie jetzt, wenn sie da nicht bewusst mit dabei sind und das erkennen, das, was dieser Mann dann sagt, als irgendwie nicht, ja, als unglaubwürdig fühlen. Ja, auch wenn die Argumente, die er bringt, saubere Argumente sind, ganz klar gedacht, ganz klar bewiesen und irgendwie sitzt das dann alles trotzdem nicht richtig mit den Zuhörern. Also die ad hominem Attacke kann verkappt sein und das findet man ganz häufig, dass das der Fall ist. Ja, zum Beispiel die ganze Frage mit den Impfungen, ja, oder mit der globalen Erderwärmung, ja. Niemand hat überhaupt irgendwelche Beweise für das, was er da sagt, bezüglich der Wirkung von Impfstoffen oder der globalen Erwärmung. Niemand hat Beweise dafür. Das ist das Interessante. Es gibt keine Beweise. Aber es wird trotzdem so argumentiert und wenn es dann diejenigen gibt, die nach den Beweisen fragen und zeigen, dass die Argumentation des anderen Fehler oder Lücken hat, dann gibt es eben die ad hominem Attacke. Dann wird die Glaubwürdigkeit attackiert. Dann wird ihm was in die Schuhe geschoben, Falschbehauptungen gemacht und so weiter. Bloß, um seinen Charakter sozusagen zu ermorden. Man sagt dazu auch Character Assassination. Das heißt, man hat einfach nichts Besseres an der Hand, um den anderen zum Schweigen zu bringen. Und wenn das passiert, dann wissen Sie gleich, wie sagt man, wo der Hase den Pfeffer begraben hat oder so ähnlich. Also das ist das Argumentum ad hominem, darauf müssen Sie unbedingt aufpassen, auch in Bezug auf sich selber, dass Sie das nicht verwenden und auch natürlich erkennen, wenn das jemand anders gegen Sie verwendet. Es ist also überhaupt nicht dienlich, um wirklich ernsthaft ein Problem zu lösen. Denn man kann ja auch mal annehmen, sagen wir mal, okay, der andere, das war ein Trunkenbold und der saß im Knast und hat einen Wächter in der Psychiatrie oder im Alkoholentzug zusammengeschlagen, ja, das mag ja alles sein. Aber ist das automatisch ein Beweis dafür, dass das, was er jetzt sagt, nicht korrekt ist? Natürlich nicht. Und das ist das Verkehrte mit der ad hominem Attacke. Das heißt, die ad hominem Attacke selber bringt überhaupt nichts zum Tisch, um ein Problem zu lösen. So. Jetzt gehen wir zum nächsten über. Das ist auch ein logischer Trugschluss, der häufig angewendet wird. Und das muss man also auch erkennen können. Argumentum ad ignorantiam, Argument um Unwissenheit. Also dieser Trugschluss besteht darin, dass man etwas als wahr befindet, nur weil es nicht als falsch erwiesen wurde. Ja? Also zum Beispiel, gehen wir zurück auf das Gebiet der globalen Erwärmung. Jemand könnte zum Beispiel sagen, dass die globale Erwärmung sicherlich vorkommt, denn niemand hat eindeutig bewiesen, dass sie nicht vorkommt. Das ist so, wie wenn man sagt, naja, sicherlich hat der Hans den Peter ermordet, weil niemand da war, der sagen kann, dass er das nicht getan hat. Zum Beispiel. Oder weil niemand da ist, der ihm ein Alibi geben kann. Ja, also das etwas für wahr befinden, was nicht als falsch erwiesen wird. Nun, es ist außerordentlich schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, zu beweisen, dass etwas nicht der Fall ist. Ja, das ist fast eine Unmöglichkeit, so etwas zu verlangen. Man kann nur etwas beweisen, was der Fall ist,
Und wenn das dann genügend gegenteiligen Charakter hat, dann kann man sagen, okay, er kann das erste nicht gemacht haben, weil das zweite der Fall ist. Wie zum Beispiel, ja, im Bezug eines Alibis. Nun, er kann nicht den Peter erschlagen haben und gleichzeitig 500 Kilometer weiter weg im Kreise seiner lieben Kanaster gespielt haben, ja. Das geht nicht. Und dann weiß man, das ist also diese zwei Argumente sind unvereinbar. Und dann folgt es natürlicherweise daraus, dass er nicht am Tatort gewesen sein kann, weil er nämlich woanders war. Das ist nämlich eine positive Tatsache. Das heißt, Sie werden feststellen, es ist schwer bis unmöglich zu beweisen, dass etwas nicht der Fall ist. Sie müssen viel eher beweisen, dass etwas anderes der Fall ist, was so gegenteilig ist, dass es überhaupt nicht vereinbar ist mit der ersten Behauptung oder der ersten etwas vagen Schluss. Also noch einmal, die Argumentum ad ignorantiam ist der Trugschluss, dass wenn man etwas für wahr befindet, was nicht als falsch erwiesen wurde. Und das kann manchmal stilistisch gesehen ganz dienlich sein, ja, um ein bisschen, naja, Verwirrung reinzubringen in das Ganze und den anderen aus dem Tritt zu bringen. Aber man muss das trotzdem erkennen. In der Regel ist es so, dass wenn jemand wirklich ein Argument führt, also ein Argument bedeutet ja, man will jemand anders überzeugen. Nun, mal ganz davon abgesehen, dass ich das für falsch halte, versuchen einen anderen zu überzeugen, wenn ich das wirklich versuchen sollte und wollte und alles daran setze, den anderen sozusagen so dazu zu bringen, wie ich zu denken, dann habe ich auch die Beweislast. Das gilt also wirklich, wer ein Argument führt, der hat die Beweislast. Und er muss diese Beweise wirklich logisch und schlüssig erbringen mit allem, was er möglicherweise tun kann, um zu zeigen, dass das, was er sagt, wahr ist. Wenn es ihm so viel daran liegt, dann muss er das auch wirklich beweisen können. Und wenn dann jemand daherkommt und das sozusagen anficht und sagt, wissen Sie, ich kann das einfach alles gar nicht glauben, ja, dann muss derjenige wirklich beweisen, der Erstere, dass das, was er sagt, wahr ist. Denn derjenige, der eine Behauptung stellt, herausfordert, der ist sozusagen der Gläubiger hier, dem schuldet der andere die Antwort. Also Sie sehen, dass das unmittelbar auch Bezug hat zu der Art und Weise, wie wir zum Beispiel umgehen mit ja, Polizei, Richter, Staatsanwalt und so weiter, wie wir sprechen. Und der, der die Fragen stellt, der ist immer in der stärkeren Position, weil der andere ihm antworten muss, wenn er von mir etwas will. Zum Beispiel, er will mich von etwas überzeugen oder er will mir etwas verkaufen. Ja, stelle ich Fragen, dann muss er mir die beantworten und kann er das nicht. Und sagt er, nun, das ist schlicht und ergreifend wahr, weil niemand das Gegenteil bewiesen hat, dann ist das ein falsches Argument. Dann ist das ein Argumentum ad ignorantiam. Also das nächste ist das Argumentum ad logicam, also argumentatorische Logik. Da muss man jetzt genau aufpassen, dass man das versteht. Also dieses Argumentum ad logicam ist der Trugschluss, wenn man annimmt, dass etwas falsch ist, nur weil jemand einen ungültigen Beweis gebracht hat. Also, jemand sagt etwas und Sie bemerken, dass die Beweisführung, die er dafür bringt, falsch ist und verkehrt sein muss und falsch ist, oder Sie wissen regelrecht, dass es falsch ist. Und Sie schließen daraus, dass das, was der Erste gesagt hat, also falsch sein muss. Und nur weil jemand eine falsche Beweisführung bringt oder eine fehlerhafte Beweisführung, heißt es noch lange nicht, dass das, was er wirklich sagt, tatsächlich nicht wahr ist. Und es geht ja hier hauptsächlich um die Wahrheit. Wenn wir also ein Argument bringen wollen, wir sind überzeugt, dass das stimmt, dann muss das auch die Wahrheit sein. Und wenn es nicht die Wahrheit ist und wir wissen, dass es nicht die Wahrheit ist, dann handeln wir in schlechtem Glauben und wir sind Betrüger. Nichts weiter als lausige Betrüger. Und wenn jetzt der andere uns dann sozusagen dabei erwischt,
und sagt, dass die Beweisführung dessen, was du gesagt hast, ist einfach völliger Unsinn, das kann gar nicht stimmen und hier ist warum, zack, 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 dann bleibt dem Betrüger nichts weiter übrig, als sozusagen die Ad hominem-Attacke zu verwenden. Er will mich dann sozusagen in ein schlechtes Licht rücken, mich persönlich, anstatt mein sehr gutes Argument, warum seins falsch ist, anzugehen und zu widerlegen. So, jetzt kann es aber jemandem passieren, der die Wahrheit spricht, dass er sich vertut in der Beweisführung, in gutem Glauben. Und der andere kommt darauf und sagt, nee, schau mal, das kann gar nicht sein, weil das und das und das und das. Deswegen, jetzt kommt der Trugschluss, ist das alles, was du gesagt hast, verkehrt. Und der wundert sich und sagt, nein, das ist nicht verkehrt. Ich weiß ganz genau, dass das stimmt. Ja, ich habe das selber so erlebt und gemacht und immer wieder. Und das stimmt. Dann müsste der Fairness halber der andere sagen, gut, aber dann ist wenigstens deine Beweisführung verkehrt. Und das muss der Erstere dann wiederum annehmen und sagen, okay, das mag sein. Ja, und dann muss er sich eine bessere Beweisführung einfallen lassen. Also das kann schon auch passieren. Also, nur weil ein Beweis falsch ist, heißt das noch lange nicht, dass auch das falsch ist, was der andere eigentlich behauptet und sagt. Ja, das ist kompliziert. Das ist so ein logischer Trugschluss hier, der einem geradezu, also so empfinde ich das, den Boden unter den Füßen wegzieht. Denn damit wird eigentlich alles relativiert. Und man kann sagen, naja, dann kann ich mich ja nicht einmal mehr, wenn der andere eine falsche Beweisführung bringt, kann ich mich darauf verlassen, dass das tatsächlich nicht stimmt. Sondern es könnte trotzdem stimmen. Ja, und das ist so. Und jetzt sehen Sie, eigentlich führt es dann irgendwann zu dem Schluss, wenn man das sehr ernst nimmt und das mal eine Zeit lang praktiziert, diese Prinzipien, führt es dazu, dass man eigentlich wirklich nichts weiß, außer das, was man selbst in seinem Erfahrungskreis hat, das, was man selber erlebt hat. Ja? Lehrer wiederholen, die wiederholen das, was sie gelernt haben. Die haben in den allerwenigsten Fällen wirklich die Erfahrung über das, was sie sprechen. Ja, da wird alles Mögliche erzählt. In der Geschichte, über Napoleon. Der Lehrer war gar nicht dabei. Ja, es sei denn, es ist ein ausgesprochen alter Lehrer. Aber das wird mit zunehmenden Jahren auch immer unwahrscheinlicher. Ja, aber er erzählt es trotzdem. Und daraufhin werden dann die Kinder und Jugendlichen abgeprüft. Und ob das stimmt, ob das wahr ist, was da gesagt wurde, das ist natürlich die zweite Frage. Und es ist auch eher unwahrscheinlich. Mit anderen Worten, etwas für wahr zu befinden, was nicht im eigenen Erfahrungskreis ist, das ist auch ein logischer Trugschluss. Ja? Also wie wichtig das ist, das müssen Sie selber entscheiden. Aber jetzt geht es weiter. Das ist das Argumentum ad misericordiam. Ich schreibe das auch wieder mal hier unten rein, oder besser gesagt, kopiere das hier unten rein. Das ist das Argumentum, also das Argument oder der Appell an das Mitleid. Und ist das ein wirkungsvolles Argument? Meine Güte, damit kann man fast alles durchsetzen. Ja? Jetzt überlegen Sie sich mal, ein Politiker, der will irgendwelche Mittel locker machen. Wir kommen auf diese speziellen Beispiele mit Sicherheit noch zurück. Ich werde da vielleicht heute auch noch was dazu sagen. Aber Sie erleben das oft, ja, diese riesigen Ereignisse im Fernsehen und weltweit und Bono singt und Dire Straits oder wer auch immer, die singen da alle diese globalen Festchen da, um irgendwelche Gelder zu sammeln für irgendwelche so armen Leute in der dritten Welt. Ja. Und ich sage Ihnen was, das ist so eine Art von Betrug, das ist einfach schon gar nicht mehr feierlich. Aber gut, so, und jetzt will das jemand wirklich verteidigen, ja? Und jemand kommt daher und sagt, hör mal, ich weiß genau, wie das funktioniert. Okay, das Geld bleibt bei der Weltbank sitzen, die horten das und die werden das erst ausbezahlen, wenn die jeweilige Regierung, für die es bestimmt ist, bestimmte Konzessionen macht. Wie zum Beispiel, ihr müsst unsere Nichtregierungsorganisationen dort reinlassen, um die Hilfe zu leisten und zu organisieren. Nur die bekommen das Geld, was gespendet wurde und nur die können überhaupt über das Geld verfügen. Ja? Und wenn dann am Schluss nur maximal 2% übrig bleiben von den Hunderten von Millionen, die gestiftet wurden, ja, naja, das sind administrative Kosten. Es kostet ja was, diese ganzen Nichtregierungsorganisationen.
da zu installieren und so weiter. Die Erpressung also. Ja, und tut ihr das aber hingegen nicht, dann werden wir die Mittel dafür verwenden, eine Armee zu bezahlen, das zu tun. Denn schließlich denken Sie nur mal an all die armen, hungernden äthiopischen Kinder und so weiter. Wäre doch grausam, wenn wir denen nicht helfen würden. Und das ist der Appell an Mitleid. Das heißt, da wird der Mensch, darüber haben wir schon gesprochen, an seiner menschlichsten Stelle gepackt. Und das wird dann verwendet, um Betrug zu betreiben, um so sozusagen Widerstand im Menschen auszuschalten. Und dann fangen wir an, wirklich völlig irrational zu handeln und zu denken. Wie zum Beispiel, naja, da hat er natürlich recht, ne? Letztendlich kommt es ja darauf an, dass diese armen, hungernden Kinder was bekommen. Und besser $2, ja, als 150 Millionen. Meine Antwort darauf ist, besser 150 Millionen als $2. Ja, aber so verrückt fängt man dann an zu denken. Das heißt, man verliert durch dieses Argument jede Art von rationaler Basis, die Dinge wirklich anzuschauen und anzugucken, wie sie sind. Die Frage wäre dann, das ist doch Unsinn. Ja, das wäre mein Gegenantwort. Warum bleiben nur $2 von 150 Millionen übrig? Ja, das muss besser organisiert werden. Aber sehr viel besser. Wo gehen denn diese ganzen Gelder hin? Und wenn man dann in diese Buchhaltung guckt, dieser Nichtregierungsorganisation, soweit man da überhaupt Einblick hat, dann stellt man fest, die Gelder verschwinden in absoluten Unsummen in irgendwelchen schwarzen Löchern und keiner weiß wohin. Auch überhaupt solche Veranstaltungen zu machen, die sich angeblich einsetzen für die armen Kinder in der dritten Welt und man geht da hin und kauft für 40 Euro oder noch mehr ein Ticket, ja, das ist auch eigentlich ein Appell ans Mitleid. Und ist auch ein logischer Trugschluss, darauf reinzufallen, denn es geht hier um zwei Dinge. Erstens mal, ach ja, das ist doch ein schönes Ereignis. Ich höre gerne Bono, ich höre gerne Dire Straits, ja. Und ich kann noch was Gutes für die dritte Welt tun. Und das ist natürlich so ein faules Argument, weil es wirklich auch eine unwahrscheinliche Seelenfaulheit und Trägheit zum Ausdruck bringt. Ja? Selber etwas tun. Ich kenne jemanden, der selber das ganze Jahr über nichts anderes tut, als nach Europa zu fahren, dort Geld einzusammeln von Freunden, Bekannten und Verwandten. Und dann das Geld selber rüberbringt und dort hilft in kleinen, aber sehr effektiven Umgebungen. Hilft ein Krankenhaus mitzubauen, ja. Geht selber die Dinge einkaufen für das Geld. Und er legt Bericht ab. Alles wird fotografiert. Er gibt Berichte denjenigen, die das tun, also die das Geld gegeben haben. Und er bewirkt so viel mehr und so viel schneller als sonst irgendeine NGO und die Weltbank, die dann diese Gelder zurückhält und Erpressung betreibt bezüglich der dritten Welt. Also, wie gesagt, ich gehe da heute recht hart mit uns ins Gericht, aber das ist auch wichtig, damit wir uns keine Illusionen hingeben. Also das Appeal oder das Appell an das Mitleid, das ist wirklich ein faules Argument, ein fauler Trugschluss. So, jetzt schauen wir mal hier. Ja, das Argumentum ad nauseam. Dafür ist mir jetzt keine wirklich gute deutsche Übersetzung eingefallen. Aber ad nauseam, wenn jemand nausig ist, dann ist das sowas wie, wenn er kurz vorm Erbrechen ist, also eklig ist, eklig zumute ist. Ja. Und man sagt es ja auch, ad nauseam eigentlich in der Rechtssprache. Das heißt, es wird etwas so oft wiederholt, bis es einen so weit zu den Ohren rauskommt, dass man schon wirklich Mühe hat, ja, sein Frühstück bei sich zu behalten. Man könnte sagen, man ist dem so überdrüssig. Und das wird immer dann angewendet, ja, wenn jemand, ohne wirklich etwas zu beweisen, ein Argument immer wieder und wieder und wieder und wieder wiederholt. Und natürlich ist das zwar ein logischer Trugschluss, aber nichtsdestotrotz hocheffektiv. Ja, dieses ständige Wiederholen von Dingen, das Einhämmern von Dingen, das ist eine psychologische Manipulation. Das heißt, man kann sehr schnell erkennen, ja, das kennen wir schon alles. Ja, er wiederholt das jetzt schon wieder und zum 25.000. Mal und so weiter und so fort. Und ich bin dem überdrüssig. Das mag wohl sein. Aber die Frage ist, wirkt es trotzdem? Also da muss man immer auch aufpassen, auch wenn bestimmte Dinge logische Trugschlüsse sind, sie wirken, sie hinterlassen eine Wirkung. Und
Natürlich ist das auch bei der Ad-Hominem-Attacke der Fall. Das hinterlässt eine Wirkung nicht nur bei demjenigen, der da so auf primitive Art und Weise attackiert wird, sondern natürlich auch bei den Zuhörern. Das hinterlässt eine Wirkung. Bis eines Tages mal die Menschen so stark sind und so aufgewacht sind, dass sie solche Hansel dann ganz schnell identifizieren und sagen, ja, wir kennen das schon. Das ist eine Ad-Hominem-Attacke und das ist ein Argumentum ad nauseam. Also weißt du was, wenn du nichts Besseres zu sagen hast, kannst du dich jetzt von uns verabschieden. Und dann ist natürlich dem jeglicher Wind aus den Segeln genommen. Und ich hoffe, dass das mal dahin kommt, dass wir wieder so klar denken und auch den Mut haben, dann so etwas zu sagen. Also, wenn man etwas wiederholt bis zum Umfallen, dann kann das ad nauseam sein. Das heißt aber nicht, jetzt muss man da wieder aufpassen, das geht unmittelbar mit dem Argumentum ad logicam Hand in Hand. Bloß weil jemand etwas 50.000 Mal wiederholt, heißt es noch lange nicht, dass das, was er sagt, falsch ist. Vielleicht liegt ihm besonders viel dran. Okay? Aber das für sich alleine, wir müssen immer diese Argumente für sich alleine nehmen, also diese Trugschlüsse betrachten. Nur die Tatsache, dass etwas 50.000 Mal wiederholt wird, beweist noch nicht, dass es auch wahr ist. Genauso wenig, wie es beweist, dass diese ständige Wiederholung ein Zeichen dafür ist, dass es nicht wahr ist, dass derjenige etwas zu verbergen hat. Also, man sieht, das ist nicht so einfach. Aber trotzdem muss man aufpassen. Es sind Stilmittel und viele der logischen Trugschlüsse heute sind natürlich absichtlich begangen, weil sie einen psychologischen Effekt haben. Der ist viel effektiver jetzt als eigentlich die logische Komponente. So. Das nächste ist das Argumentum ad numerum. Das ist Argument oder Berufung auf Zahlen. Das ist zum Beispiel, man versucht zu beweisen, dass etwas korrekt und richtig ist, bloß weil viele andere Leute auch denken, dass es korrekt und richtig ist. Also wie zum Beispiel, da hat irgendwann ein deutsches Magazin veröffentlicht, 90% der Deutschen befürworten die Zwangsimpfung von Kindern. Das ist tatsächlich eine Schlagzeile gewesen. Und jetzt erst einmal ist es suggestiv. Das heißt, es suggeriert eine Realität, die möglicherweise überhaupt nicht wahr ist. Da haben wir dann auch eben verschiedene Komponenten mit drin, wie zum Beispiel Fälschung von Studien oder Umfragen, die Prämissenänderungen von statistischen Sachverhalten, also aus den Rohdaten das raussieben, was einem nicht genehm ist oder was einem nicht gefällt, um einen Bias zu erzeugen. Und das ist natürlich bloß, weil eine Umfrage unter 1.000 gemacht wurde, dann zu sagen, 90% der Deutschen befürchten eine Zwangsimpfung von Kindern, das ist natürlich völlig irreführend. Aber es hat seinen Effekt. Ja? Wer das nicht kennt, wer das nicht weiß, der denkt jetzt, oh Gott. Ja, und ich habe meine Kinder nicht geimpft. Ich bin unter den 10%. Okay? Das heißt, da wird wirklich dieses Argumentum ad numerum verwendet, um zu zeigen, dass etwas richtig, korrekt und gut ist oder sogar notwendig ist. Und das ist natürlich ein logischer Trugschluss, denn es besagt noch lange nichts wirklich über den eigentlichen Sachverhalt. Ja, ist das etwas, was es wert ist? Oder ist es zu risikoreich? Oder was auch immer? Nein, es wird da rein auf eine Nummer, auf eine Mehrzahl abgezielt. Genauso Demokratie. Wenn man sich überlegt, was Demokratie wirklich ist, nun, das hat mal jemand schön zusammengefasst, Demokratie ist, wenn 51% 49% unterdrücken. Ja, und da sieht man, was für eine absurde politische Form oder wie man das auch immer bezeichnen will, Demokratie wirklich ist. Ja, es ist absurd, völlig absurd. Das heißt, 49% gehen leer aus, müssen mit dem sich abfinden, was gerade mal 51%, vielleicht hängt das nur an einer Stimme, entschieden haben. Es ist also absurd. Da sieht man, wie eben solche sich auf Zahlen berufen, eine Ungerechtigkeit darstellen kann. Und da ziele ich natürlich darauf ab, weil wir ja darauf hinarbeiten, auf Recht und Kommerz, dass wir erkennen können, ob etwas wirklich mit Gerechtigkeit zu tun hat, ob etwas wirklich fundiert ist in seinem Argument, also logisch ist und korrekt und wahr. Und das ist auch besonders wichtig, wenn wir später zum Beispiel Erklärungen unter Eid selber konstruieren. Ich sage konstruieren, weil da viel
Satzkonstruktion mit dabei ist, in dem Sinne, dass man seine Satzkonstruktion überprüfen muss, ob sie irgendwelche logischen Trugschlüsse enthalten. Ja. Das ist wichtig, nämlich Sie haben zwar bestimmte Dinge erfahren, aber wenn Sie eine Erklärung unter Eid machen, dann muss der andere die auch nachvollziehen können, denn er hat sie nicht erfahren. Und da muss dann wenigstens, allerwenigstens, ja, der logische Aufbau stimmen und nicht dann irgendwelche Widersprüche aufgrund von logischen Trugschlüssen oder aber schlicht und ergreifend von durch das Auslassen von wichtigen Informationen sozusagen verursacht werden. So, jetzt kommt noch etwas, das ist sehr ähnlich wie das eben, das ist das Argumentum ad populum. Das ist eigentlich wirklich leicht zu verwechseln mit dem Argumentum ad numerum. Das ist ganz einfach, man versucht etwas zu beweisen, zu zeigen, dass etwas wahr ist, bloß weil es in der Öffentlichkeit sozusagen für wahr befunden wird. Ja, Sie erkennen das oder Sie kennen das sicherlich unter dem Prinzip der Offenkundigkeit. Das ist, wenn das Gericht argumentiert, also hier, da können Sie nichts gegen sagen, das können wir nicht akzeptieren, weil es in der anerkannten Geschichtsschreibung so veröffentlicht ist, dass das so und so war. Ja? Und da hat man dann also, da merken Sie, dass Sie hier mit der Logik da überhaupt keine Chance haben, denn jemand verwendet das Argumentum ad populum, was sogar noch dazu Rechtskraft hat, und ein wirklicher logischer Trugschluss ist, aber bitte, Sie kommen damit durch, warum Sie bezeichnen das schlicht als offenkundig. Bloß, weil es in der Öffentlichkeit veröffentlicht wurde und deswegen Gültigkeit hat. Und Sie sehen natürlich selber sofort, dass das einfach ein totaler Unsinn ist. So, jetzt kommt etwas, das ist relativ einfach zu verstehen, zumindest zunächst, aber nichtsdestotrotz, das zu identifizieren im wirklichen Leben, ist dann eine zweite Sache. Das ist das Circulus in Demonstrando. Circulus in Demonstrando, das ist also ein Zirkelargument, könnte man dazu sagen. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mit Excel oder irgendeinem anderen Tabellenkalkulationsprogramm arbeiten und Sie verwenden irgendwelche Formeln, die sich selber referenzieren. Ja, also wenn die Zelle sich selber referenziert, dann ist das endlos, endlos, endlos und führt zu keinem korrekten Ergebnis und dann kriegen Sie eine Fehlermeldung. Und genauso ist das, wenn man behauptet, nun, das ist wahr, was ich gesagt habe, einfach, weil es wahr ist. Das heißt, ich gebe meinem Argument vielleicht Glaubwürdigkeit dadurch, dass ich noch einmal behaupte, dass es wahr ist. Das ist der einfache Fall. Aber es kann wirklich sehr, sehr viel komplizierter sein, wenn es eine ganze Argumentenkette gibt und die letztendlich in sich selber dann mündet. So. Die komplexe Frage, dafür gibt es jetzt keinen lateinischen Begriff, zumindest kenne ich keinen. Complex question, sagt man dazu auf Englisch. Das ist eine heimtückische Angelegenheit, die komplexe Frage. Zum Beispiel, wenn man fragt jemanden, haben Sie eigentlich aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? Ja, da wird nämlich eine Annahme gemacht, die gar nicht wirklich begründet ist. Also die Frage ist irreführend, weil man schon voraussetzt, dass derjenige, den man befragt, seine Frau schlägt. Und das kann man natürlich nur, wenn man weiß, dass er mal die Frau geschlagen hat, dann ist das schon eine Tatsache. Aber wenn man das einfach so fragt, zum Beispiel im Zuge einer Ad hominem-Attacke, also Sie sehen, die Ad hominem-Attacke kann aus mehreren von den anderen logischen Trugschlüssen bestehen. Und eine ganz besondere davon ist natürlich die komplexe Frage. Ja, gut, Sie verneinen das alles, aber haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? Der andere muss dann sagen, ja, wie kommen Sie darauf, dass ich meine Frau schlage? Ja, aber jetzt ist sein Ruf schon so ramponiert, dass selbst diese Verteidigung in den Augen von anderen nicht mehr viel bewirkt. Der hat seinen schlechten Ruf jetzt weg und jetzt kommt noch dazu, dass er seine Frau schlägt, ob das stimmt oder nicht. Und deswegen ist eine komplexe Frage, wenn Sie für sich und wenn der andere das wohl wissend eine falsche Anschuldigung mit in diese Frage mit einbaut, begeht, ist das natürlich der Gipfel der Niederträchtigkeit, so etwas. Denn
Man kann hinterher nicht sagen, er hat das behauptet. Er hat lediglich eine Frage gestellt. Aber in dieser Frage war eben eine Behauptung eingebaut. Das nennt man die komplexe Fragen. Im Rechtsverkehr sagt man dazu, wenn der Anwalt den Zeugen befragt, ja. In Englisch sagt man, this is a leading question. Das heißt, in der Frage ist bereits schon eine Behauptung mit drin enthalten. Und da kann dann der andere Anwalt Einspruch einlegen. Leading question. Oder the argument is leading. Das heißt, sie führt unweigerlich auf einen Schluss hin, der noch gar nicht bewiesen ist. Das heißt, erstmal muss ja etabliert werden, dass er die Frau schlägt. Das heißt, um das korrekt zu etablieren, müsste man jetzt fragen, ja, ist das korrekt, dass sie ihre Frau schlagen? Und dann kann er sagen, ja oder nein. Wenn er sagt, ja, dann kann der andere fragen, und haben sie jetzt aufgehört, ihre Frau zu schlagen? Okay, aber das zusammenzufassen in dieser Frage, haben sie aufgehört, ihre Frau zu schlagen, das geht nicht. Das ist also ein logischer Trugschluss in Form einer complex question oder komplexen Fragen. Und sie sind natürlich, das darf man jetzt nicht übersehen, oft Stilmittel, um sozusagen eine Argumentation, eine Diskussion oder so anzuheizen und sie vielleicht ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Und wenn man merkt, dass so eine Diskussion aus vielen komplexen Fragen besteht, wie das im Fernsehen oft der Fall ist, dann sollte man das wirklich nur als Unterhaltung nehmen und wirklich nichts weiter. Und dann sollte man sich vielleicht mit der Widmung, dem Kommerz und dem Recht, sich ein bisschen unterhalten. So, das nächste, das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Cum hoc ergo propter hoc. Das ist, wenn man zwei Ereignisse, die gleichzeitig existieren, so in Beziehung miteinander bringt, dass man behauptet, das eine folgt aus dem anderen. Also sagen wir, wenn Aussage A und Aussage B gleichzeitig stattfinden oder wahr sind, dass man dann zu dem Schluss kommt, dass A aus B folgt oder aber auch, dass B aus A folgt. Ja? Bloß weil etwas gleichzeitig geschieht und vielleicht auch, wie sagt man, in naher Beziehung, heißt das noch lange nicht, dass das eine das andere verursacht. Und das findet man zum Beispiel, wenn man sich anguckt, die ganze Argumentation in der Erderwärmung, ja, wo behauptet wird, nun, das CO2 ist verantwortlich für die Erderwärmung. Und bloß weil das relativ zeitnah korreliert, heißt das noch lange nicht, dass das tatsächlich der Fall ist. Denn wirklich ist es so, dass es dafür überhaupt keine Beweise gibt, sondern dass hier lediglich eine Zeitgleichheit, und auch die stimmt eigentlich nicht mal, wenn man da genau hineinguckt, ja, wenn man da eine Zeitgleichheit verwechselt mit einer Ursache und Wirkung. Das ist nicht korrekt. Und wenn man dann eigentlich wirklich ganz genau mal in diese zeitlichen Grafiken da hineinzoomt, dann sieht man, dass es eigentlich umgekehrt ist, nämlich, dass die Wärme der Erhöhung des CO2 vorausgeht. Aber das ist jetzt meine Meinung, meine Interpretation. Das soll jetzt hier keine Lehrstunde in Global Warming werden, sondern das ist meine Interpretation und die von anderen. Und das heißt für sich alleine, bloß weil das in einer bestimmten Grafik oder auch wirklich tatsächlich sehr zeitnah passiert oder auch leicht zeitlich versetzt passiert, heißt es noch lange nicht, dass das eine verantwortlich ist für das andere. Da muss man aufpassen. Das wird sehr häufig heute verwendet. Korrelation als Beweismittel, dass etwas wahr ist. Und dazu gehört sehr viel mehr. Man kann also bestenfalls Korrelation als einen Anhaltspunkt nehmen, um eine Beziehung zu untersuchen. Aber nur die Korrelation als Beweismittel herzunehmen, dass etwas aus dem, mit dem es korreliert, resultiert, das ist eben dieser logische Trugschluss, cum hoc ergo propter hoc. Also mit anderen Worten, man darf nicht auf einen ursächlichen Zusammenhang schließen, bloß weil etwas sehr zeitgleich passiert. So, das nächste, das kennen Sie auch, das ist wieder etwas einfacher zu verstehen. Dictus simpliciter, der Lateiner spricht kein C übrigens, sondern der spricht das C als K aus. Also wenn man dann mal hört, dass das Cicero ist anstatt von Cicero, dann findet man das ein bisschen lustig. Also es ist dictus simpliciter.
einfach gesprochen, oder das heißt die Verallgemeinerung, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Das ist ganz einfach, wenn man versucht, durch eine Verallgemeinerung auch den Einzelfall zu beweisen. Und das ist natürlich verkehrt, das ist sogar in der Mathematik verkehrt. Ja, es kommt immer wirklich auf die Prämissen drauf an. Ja, ein Beispiel ist, Frauen sind nicht in der Armee, weil sie einfach schwächer sind als Männer. Das wäre so eine Verallgemeinerung. Und in dieser Aussage gibt es natürlich zwei Fehler. Erstens mal sind Frauen in der Armee und es sind nicht alle Frauen schwächer als Männer. Ja, das heißt, da muss man aufpassen, dass man die Dinge nicht verallgemeinert und dadurch dann einen Schluss herbeiführt oder auf einen Schluss besteht in einem Argument, der durch Verallgemeinerung dann wirklich falsch wird. Also man müsste dann sagen, in der Regel oder meistens. Ja? Und dann muss man auch untersuchen, ob das nicht auch schon alle eine Verallgemeinerung darstellt, die einfach dann dem Individualfall nicht gerecht wird. Und oft, wenn eine Verallgemeinerung benutzt wird, führt es eigentlich die ganze Argumentation über eine Sache ad absurdum. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht relevant mehr. Es wird hier nicht um Relevantes diskutiert, sondern eigentlich eher um Neigungen, die der eine oder der andere haben mag. Entweder in seiner Meinung oder in dem, was er tut. Ja, das ist also keine objektive Analyse einer Situation. Also das ist Dictus Simpliciter oder die Verallgemeinerung. So, übrigens kann man das Wort Trugschluss auch mit Fehlschluss oder durch Fehlschluss ersetzen. Das habe ich gerade hier bemerkt in meinen Unterlagen. Also Trugschluss oder Fehlschluss. Der naturalistische Fehlschluss oder Trugschluss. Das ist, wenn man anfängt, Schlussfolgerungen in Bezug auf Werte, also ein Werteurteil abgibt, über Tatsachen, die lediglich aus Tatsachenbehauptungen alleine abgeleitet sind. Ein Beispiel ist, wenn man sagt, diese Medizin hier wird das Sterben verhindern. Okay, das führt zu dem Schluss oder man kann den Schluss daraus ziehen, dass man also demzufolge dieses Arzneimittel nehmen muss. Ein Arzt würde das vielleicht sagen. Und das impliziert, also das trägt in sich den Schluss, dass es wirklich wertvoll ist, jetzt diese Arznei auch zu nehmen. Mit anderen Worten, den Patienten vom Sterben zu schützen und zu bewahren. Jetzt kann es aber sein, dass der Patient alt ist und krank ist und sagt, nun, ich habe ein langes und erfülltes Leben gehabt, ich will sterben. Für mich ist das Sterben jetzt eigentlich wertvoller, als da weiterhin irgendwelche Arzneien zu nehmen, die dann das Unvermeidliche einfach nur noch hinauszögern. Und da sieht man, dass da ein Konflikt der Werte Beurteilung zustande kommt. Ja, das heißt, der eine sagt, tun Sie dies, damit das. Das heißt, er verbindet damit, auch wenn es wahr ist, einen bestimmten Wert, der aber nicht objektiv ist, denn der andere mag geradezu eine gegenteilige Wertevorstellung haben. Mit anderen Worten, es sagt nichts aus, objektiv, über die Qualität der Arznei. Ja, ist die Arznei wirklich gut? Nun, das sollte nicht davon abhängig gemacht werden, ob jemand stirbt oder nicht, denn der eine mag sterben und der Arzt will das verhindern, ja, sondern die Frage ist wirklich, ist die Arznei wirklich gut? Und das kann man natürlich mit der Behauptung nicht feststellen, weil es eben nämlich auf einen Wertekonflikt oder auf einen Vorzug eines Wertes hindeutet. Ja, das ist ein bisschen komplizierter zu verstehen, aber ich denke, dass, wenn Sie sich das auf der Aufnahme nochmal anhören, das auch etwas klarer wird. Darunter fällt eigentlich auch das Argumentum ad antiquitatem, nämlich, dass bloß weil etwas schon lange Zeit so gemacht wurde, ist es auch gut. Ja? Unsere Vorväter haben das schon gemacht. Nun, das mag sein, dass die das gemacht haben und ich das heute auch noch so mache, weil ich wirklich einen Wert darin sehe, aber Sie sehen sofort, es hat etwas mit Wert zu tun, mit meiner Wertevorstellung. Ich befinde das für gut. Ja, was kann man da nehmen? Was heute etwas unüblich ist, aber durchaus noch existiert, ist das patriarchische Familienmodell. Das kann man eigentlich nicht Modell nennen, denn das ist das, was früher praktiziert wurde, wo jeweils der älteste Mann in einer Familie das Sagen hatte. Und das, was er sagt zu Hause, das gilt als Regel und Gesetz.
hat sich über Jahrtausende hinweg bestens bewährt und heute sieht das alles ein bisschen anders aus. Ja, aber wenn ich jetzt sagen würde, dass das gut ist, weil das meine Vorväter schon so gemacht haben, dann wäre das trotz allem ein logischer Fehlschluss, denn bloß weil es meine Vorväter gemacht haben, heißt noch lange nicht, dass es auch wirklich gut ist und dienlich ist. So, das nächste ist non sequitur. Das heißt mit anderen Worten, das folgt daraus nicht. Zum Beispiel, wenn man sagt, Rassismus ist ein Verbrechen und deshalb müssen wir dagegen vorgehen. Das ist ein non sequitur. Das heißt, das folgt daraus nicht. Bloß weil Rassismus falsch ist, folgt dann noch lange nicht daraus, dass wir etwas dagegen tun müssen. Und das ist also, da sehen Sie, da kommt auch wieder mit hinein, eben dieses der naturalistische Fehlschluss, nämlich ein Werteurteil. Erstens mal, ich sage, Rassismus ist falsch, und dann schließe ich daraus, deshalb müssen wir etwas tun. Ja, ich versuche mich damit andere auf meine Seite als Allianz zu gewinnen, um dagegen vorzugehen. Nun, da fehlen mindestens ein Argument dazwischen. Ja, was fehlt dazwischen? Rassismus ist falsch, weil die Rassisten, die ich meine, mit Gewalt gegen andere vorgehen, die nicht ihrer rassistischen Auffassung sind. Deswegen müssen wir etwas dagegen tun, um uns vor solchen Übergriffen zu schützen. Dann auf einmal ist das alles logisch argumentiert und man sagt, okay, wir wollen uns verteidigen. Das heißt, der Grund, warum wir etwas tun wollen, ist ganz offensichtlich hier Notwehr oder Selbstverteidigung. Aber so eine Pauschalaussage, da sehen Sie, da ist viel drin. Auch die Verallgemeinerung, ja, also das Dictus Simpliciter ist da auch mit drin, wenn man sagt, Rassismus ist falsch. Und wenn man dann auch noch daraus ableitet, dass etwas getan werden muss, dann ist das also non sequitur. Das heißt, es fehlt etwas dazwischen. Ja, wie zum Beispiel, ja, vor Gericht, ja. Na, der Zeuge ist ja betrunken. Deshalb können wir nicht hören, was er sagt. Erstens mal muss gezeigt werden, warum die Annahme besteht, dass er betrunken ist. Denn sonst ist es auch nur eine Behauptung, kann sogar eine Ad hominem-Attacke sein. Also man müsste da vorsichtiger sein und zum Beispiel sagen, na, der Zeuge scheint unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen. Und aus diesem Grunde würde ich vorschlagen, dass wir seine Aussagen nicht zu Protokoll nehmen. Nun, dann wird der Richter nachfragen, ist das wahr? Stehen Sie unter dem Einfluss von Alkohol? Ja, also da gibt es eine ganze Menge mehr zu klären und zu regeln, bevor man einfach so etwas sagen kann. Folgt man dem, würde der Richter jetzt sagen, na also dann muss der Zeuge sich entschuldigen und übrigens kriegt er eine Strafe wegen Missachtung des Gerichts, dann ist das eine ganze Kette von logischen Trugschlüssen, die hier dann zu einer Ungerechtigkeit führen. Also das ist das non sequitur. So, das nächste ist auch wieder etwas komplexer. Petitio principii. Das ist das, wenn Sie das, was Sie beweisen wollen, schon als Annahme, als schon gegeben, voraussetzen für Ihr Argument, also für Ihre Beweisführung. Das ist, man könnte auch sagen, das ist eine Art Zirkelreferenz, aber hier eben nicht in der Schlussfolgerung selber, sondern in der Beweisführung. Das ist das Petitio Principii. Ja, das ist, wenn der Mathematiker beweisen will, dass 2 und 2 4 ist, und eben in der Beweisführung als Annahme schon sagt, 2 plus 2 ist 4 und deshalb ist 2 plus 2 4. Also man darf nicht das, was man beweisen will, schon als Grundbaustein der Annahme, der Prämisse sozusagen verwenden. Das geht nicht. Denn dann ist die Prämisse unbewiesen. Und dann ist das Ganze ad absurdum. Das ist übrigens auch, wenn etwas ad absurdum ist in der Logik, dann bedeutet das, dass sich etwas durch die Argumentation selber in den Bereich der Implausibilität verabschiedet hat. Jetzt, das nächste ist post hoc ergo propter hoc. Das ist so ähnlich wie das, was wir vorher besprochen hatten, also die Korrelation. Nur diesmal ist es der Trugschluss, dass man annimmt, dass A B verursacht hat, nur aufgrund der Tatsache, dass A vor B passiert ist. Okay? Das heißt, wenn zum Beispiel jemand ein Glas Bier trinkt und dann einen Unfall verursacht, dass man dann behauptet, okay, ja, das ist ganz eindeutig passiert deswegen,
weil er ein Bier getrunken hat. Das ist natürlich ein logischer Trugschluss, denn es kann sein, erstens mal, dass er sehr tolerant ist, Alkohol gegenüber, zweitens, dass ein anderer eigentlich in ihn reingefahren ist, ja, der vielleicht noch betrunkener war oder aber am Telefon telefoniert hatte oder aber schlicht und ergreifend unvorsichtig war. Das heißt, bloß weil A vorher vor dem Unfall ein Bier getrunken hat, das heißt noch lange nicht, dass er auch für den Unfall verantwortlich ist. Also das ist relativ einfach zu verstehen. So, dann gibt es den sogenannten roten Hering, sagt man dazu. Dafür gibt es jetzt wiederum kein lateinisches Wort. Der rote Hering, das ist, wenn man Argumente mit einbringt in eine Diskussion, die eigentlich wirklich nichts mit dem zu tun haben, über was man da eigentlich spricht. Das heißt, die in keiner Art und Weise einen Beitrag leisten zur Beweisführung oder zur Lösung eines Konfliktes. Das ist der Red Herring. Das heißt deswegen Red Herring, weil es eben ablenkt. Das ist ja wie eine rote Flagge. Man stürzt sich drauf und die Red Herrings, die können oft eine prävalente Position in einer Diskussion einnehmen. Und es lenkt wirklich dann ab von den eigentlichen Sachverhalten, die man anschauen will. So, dann das nächste. Slippery Slope. Also wie sagt man, der rutschige Hügel. Das kommt eher aus dem Englischen jetzt. Ich habe dafür keine Übersetzung. Aber was bedeutet das Slippery Slope? Naja, das machen Eltern recht gerne mit ihren Kindern. Wenn sie zum Beispiel sagen, nein, mein Sohn, du darfst nicht zu der Party gehen. Denn gehst du zur Party, ja, dann bin ich mir sicher, dass ihr da wahrscheinlich Marihuana rauchen werdet, ja. Und dann wird das immer öfters, du gewöhnst dich an das Marihuana und dann irgendwann wirst du umsteigen auf Crack und dann auf Kokain und irgendwann landest du dann beim Heroin. Nein, also auf gar keinen Fall kannst du deswegen an der Party teilnehmen, ja. Und da sieht man, wie das eine zum anderen aufgebauscht wird. Und das heißt nicht, dass das, was man sagt, nicht korrekt sein könnte, das heißt es nicht, aber es könnte sein, in dem Fall, dass die Eltern das einfach nur als Vorwand nehmen und es in sich selber nicht schlüssig ist. Denn wer weiß schon, ob da wirklich geraucht wird und ob da überhaupt Marihuana geraucht wird und ob dann auch wirklich, ob es weiterführt zu Crack und so weiter. Das sind alles Annahmen, die wenigstens, wenn man sie einbringt, dann auch noch einen Beweis nach sich bringen müssten. Und so ist der Slippery Slope, den kann man auch leicht verwechseln mit dem Non Sequitur. Das heißt, es wird einfach etwas behauptet, wo es sozusagen steil bergab geht in der Argumentation und jeder denkt dann, naja, um Gottes Willen. Also, okay, Slippery Slope wäre auch, wenn man zum Beispiel bezüglich Erderwärmung sagen würde, naja, ganz gleich wie dem auch sei, tun wir nicht etwas dagegen, ja, dann wird übermorgen der Nordpol schmelzen, übermorgen die Antarktika, ja, und übermorgen steht das ganze Land unter Wasser, also besser tun wir irgendetwas dagegen. Und da merkt man natürlich sofort, wie abstrus und lächerlich so ein Argument ist. Also diese Vorsorge, aber der Slippery Slope ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, was heute betrieben wird. Denn was heute im Recht sich breit macht und somit natürlich auch im Kommerz, ist eben die Vorsorge. Die Vorsorge heute als rechtliches Prinzip, dramatische Handlungsweisen, dramatische Eingriffe in das Leben von anderen Menschen durchzuführen. Das Precautionary Principle, sagt man dazu, das finden Sie zum Beispiel ganz stark in der Europäischen Union mit all von deren merkwürdigen Gesetzen und Regulierungen, zum Beispiel bezüglich, ja, sagen wir mal Vitamin C oder Vitamin D3 oder sonst sowas in der Art, wo gesagt wird, na, Moment, ja, also erstens mal, Vitamin C, das können wir nicht einfach frei zulassen auf dem Markt, denn es gibt überhaupt keinen Beweis, dass es keinen Schaden verursacht, wenn man das in wirklich hohen Dosen nimmt. Also um das zu vermeiden, können wir nur Vitamin C Produkte zulassen, die bis 60 Milligramm oder 100 Milligramm sind oder sowas in der Art, ja. Wie dem auch sei, das mag jetzt nicht der Realität entsprechen, aber es entspricht ungefähr der Realität hier. Das heißt, auf der anderen Seite aber akzeptieren Sie all die teuren Medikamente von pharmazeutischen Firmen, ja, wo die Studien so unnachvollziehbar sind, aber hey, das genügt denen. Ja. Wenigstens haben die etwas geschrieben und getan. Aber jemand, der
einfach die Vision hat, dass Vitamin C gut ist für die Gesundheit. Und es gibt überhaupt keinen Beweis, dass es Schaden anrichtet. Aber die wollen den Beweis, dass es keinen Schaden anrichtet. Und da muss man irgendwelche doppelblinden Studien machen. Und das kann sich natürlich kein normaler Mensch leisten. Weil der normale Mensch nicht wie die pharmazeutische Industrie sozusagen Zugriff hat auf die gestohlenen Teile der doppelten Buchführung. Da sprechen wir auch drüber in der Zukunft. Also der Slippery Slope, das vorbeugende Prinzip im Recht, ist gefährlich. Es ist nicht nur absurd, es ist geradezu gefährlich. Und das muss man identifizieren als logischen Fehlschluss. Und tut man das, dann steht man oft schon in einem Argument auf einer sehr viel besseren Seite. Also jetzt wissen Sie, was der Slippery Slope ist. Dann gibt es das Strohmann-Argument. Da rede ich jetzt nicht von dem Strohmann, von dem Sie mal gehört haben, mit Sicherheit im Kommerz. Das kann man auch Strohmann nennen. Und Strohmann-Argument. Nein, das ist es nicht. Das ist, wenn man versucht, das, was ein anderer sagt, unglaubwürdig zu machen, indem man eine extremistische Stufe des Arguments des anderen nachweist, dass diese falsch ist. Also ich wiederhole das jetzt nochmal. Das Strohmann-Argument ist, wenn jemand ein Argument macht, was an und für sich richtig ist, und man will aber partout zeigen, dass der andere falsch liegt, indem man dessen Argument nimmt, es aufbauscht und dann zeigt, dass diese aufgebauschte Version von dessen Argument inkorrekt ist. Ich denke, da bietet sich sehr viel an im Moment in Deutschland die Situation mit den Flüchtlingen, die da von überall nach Europa im Moment reinströmen, ja. Das ist also ein rechtes Minenfeld. Ich sehe diese Strawman-Argumentation auf jeder Seite, wenn man so mal ein bisschen die Medien verfolgt und so ein paar Programme oder Webseiten anguckt, ja. Das ist voll mit diesen Strawman-Argumenten. Ja, wenn jemand, der einfach besorgt ist um das Wohlergehen einer Stadt und sagt, nein, wir wollen hier keine Flüchtlinge, ja. Und der andere nimmt dann daher, naja, wo führt das hin, ja. Der will keine Flüchtlinge haben, na, das bedeutet, dass die irgendwo anders hingehen, irgendwo in irgendwelche Lager zusammengefercht werden müssen, wo dann Gewalt entsteht und so weiter und so fort. Und das ist ganz klar, ist das falsch. Ja, und somit wird der einfach sich Sorgen macht um seine kleine Heimatstadt, wird hier sozusagen als Extremist dargestellt schon fast. Und es wird dann gezeigt, dass Extremismus in dem Fall wirklich sehr falsch ist. Aber Sie sehen, das ist geladen, dieses Beispiel, natürlich auch mit verschiedenen anderen logischen Fehlschlüssen. Ja. Also da muss man aufpassen, aber Sie können das mit Sicherheit finden heute in der Argumentation in der Öffentlichkeit. Okay, das ist ein bisschen ein lustiger Fehlschluss, erinnert ein bisschen vielleicht an pubertäre Teenager. Tu quoque, ja, das heißt du auch. Das ist, wenn der andere sagt, naja, da hast du aber einen Fehler in deiner Denkweise gemacht und hier zeige ich dir warum. Ja, und dann sagt man, hör mal, das spielt überhaupt keine Rolle, ob ich einen Fehler in meiner Denkweise hatte, denn du hattest auch einen Fehler in deiner Denkweise. Ja, also das mit dem Finger auf den anderen zeigen, seine eigenen Unzulänglichkeiten zu rechtfertigen, indem man sozusagen sagt, ja, du auch, ne, wie Kinder. Eigentlich vielleicht nicht mal Teenager, sondern noch wie Kinder. Gut. Das sind die grundlegenden logischen Trugschlüsse. Man kann dann noch in alles mögliche andere genau hineingehen. Ich kann Ihnen nur ein paar Mal hier vorlesen. Das sind vor allen Dingen auch, eigentlich auch wichtig, das syllogistische Fehlschlüsse, Mehrdeutigkeiten, dann die Amphibolie, der anekdotische Trugschluss, das Argument von Einvernehmen und Konsensus. Das heißt, wenn behauptet wird, es besteht ein Einvernehmen und es besteht aber eigentlich gar keiner. Und da werden wir ein bisschen genauer drüber nachschauen, wenn wir über Gruppenmanipulationstechniken sprechen werden in der Zukunft. Ich will das immer ein bisschen gemischt haben, mal was ein bisschen strammeres, so wie heute, wo es sehr sozusagen an die Denksubstanz geht, aber dann auch wieder mit anderen, etwas zugänglicheren Themenbereichen, wie eben zum Beispiel Gruppenmanipulationstechniken, wie Sie die erkennen können,
wie sie die wunderbar entkräften können. Das ist ein wirkliches Powermittel, was sie da haben, vor allen Dingen, wenn sie sich dann zusammentun mit zwei oder drei, besser drei oder vier sogar, und dann auf öffentliche Veranstaltungen gehen und bemerken, was für Techniken die dort anwenden, um Konsensus, also Einvernehmen, zu fabrizieren und wie sie das auseinandernehmen können. Und wie das dann in der Regel zum Abbruch der Veranstaltung führt, ohne dass ein Einvernehmen angeblich zustande gekommen ist. Das sind alles Tricksereien. Und das nächste Mal, da werde ich versuchen, einen Hinweis zu geben. Ich sage das besonders bewusst vorsichtig. Einen Hinweis darauf zu geben, mit wem wir es eigentlich zu tun haben, heute in der Welt. Und da will ich Ihnen zeigen, dass das keine Frage jetzt ist von Deutschland oder den USA oder Österreich oder Syrien oder China, alles schön separat betrachtet, ja die Amerikaner da drüben, wir Deutschen hier, sondern dass alle Amerikaner und alle Deutschen und alle Franzosen und alle Chinesen und alle Inder und was man da alles an Ländern hat, in einem Boot sitzen und gegen die gleichen Übeltäter kämpfen. Es ist keine Frage von Landzugehörigkeit, sondern es ist eine Frage von einem einzigen, von einer Gruppe, die seit langer Zeit ihr Unwesen treiben. Und das ist wahrscheinlich nicht das, was Sie jetzt vermuten, wenn ich das einfach mal so annehmen darf, sondern das kommt schon noch aus einer anderen Ecke. Und wenn das mal erkannt wird, und es wird immer mehr erkannt, das ist das Erfreuliche, und man entsprechend ausgerüstet ist mit den Waffen der Logik, mit den Waffen des Kommerzes oder mit den Prinzipien des Kommerzes, ja, dann wird das früher oder später ein Ende nehmen. Und dieses Ende von denen hat angefangen. Das kann ich also mit großer Überzeugung sagen. Aber es braucht noch mehr Menschen und es braucht Menschen, die entschieden handeln.